Also wir haben ja nun jetzt 2 Tage an diesem Thema gearbeitet und dabei festgestellt, dass die Antwort nicht so leicht fällt. Zusammenfassend kann man sagen, die Gruppe kam zum Ergebnis, dass die Herausforderung, vor der wir gemeinsam stehen, eine zunehmende Fragmentierung der Gesellschaft und der Bedürfnisse ist. Und von daher werden wir nicht, also genau das Gegenteil davon im Grunde genommen jetzt mitnehmen. Wir haben nicht den Romanleser definiert, sondern eben sehr viele Romanleser mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und in der Konsequenz dann natürlich auch möglicherweise mit unterschiedlichen Zugriffsmöglichkeiten, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube, programmatisch wird sich nicht so viel ändern, weil diese Vielfalt heute ja Gott sei Dank schon vorhanden ist. Wir müssen alles tun, um diese Vielfalt zu erhalten. Es wird die große Aufgabe sein, die Adressaten auch zu erreichen. Also das ist eins der ganz großen Themen, von denen wir glauben in der Gruppe, die uns beschäftigen werden, ist die Orientierung zu liefern, um aus der Fülle und der Komplexität, die natürlich zunehmen wird, Zugänge zu schaffen, um diese Bedürfnisse, die vorhanden sind, zu befriedigen. Also, es gibt sicherlich einige Tendenzen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Zum Beispiel das Bedürfnis, Informationen oder überhaupt Bedürfnisbefriedigung on demand zu betreiben, also sich nicht mehr ein festes Schema vorgeben zu lassen, zu dem Zeitpunkt ganz bestimmte Dinge zu lesen, zu dem Zeitpunkt ganz bestimmte Dinge im Fernsehen anzugucken oder im Radio zu hören, sondern die Option, selbst entscheiden zu können, wann ich was tue, die wird deutlich zunehmen und alle Anbieter werden sich darauf einstellen müssen.